Schon eingetroffen, die Spitzenkandidatin der Freiheitlichen Partei Österreichs, Marlene Swatzek, die wir damit im Wahlzentrum begrüßen. Und im Interview ist sie gleich mit Bernhard Niederhauser. Und kurz noch ein Blick auf die aktuelle Hochrechnung. Die FPÖ steht derzeit bei 18,8% bei einer Schwankungsbreite von 0,6%. Bitte, Herr Niederhauser. Ja. Frau Swatzek, Ihr Ziel war oft ausgesprochen, die 20%, sind es leider nicht geworden aus Ihrer Sicht jetzt. Was sagen Sie dazu? Ja, Zitterpartie, würde ich sagen. Also der Ausgang dieser Landtagswahl ist echt spannend. Ich glaube, es hat niemand diesen Ausgang erwartet, dass die SPÖ verliert, dass die Grünen so stark verlieren, die ÖVP dazu gewinnt. Ich sage einmal so, ich bin wirklich sehr zufrieden mit diesem Ergebnis. Es waren zwei freiheitliche Listen am Start. Man sieht, der Karl Schnell hat uns natürlich einige Stimmen weggenommen. Mit diesen Stimmen wären wir bei weit über 20 gewesen, wären auf Platz 2. Also ich bin zufrieden mit diesem Ergebnis. Zufrieden trotz einem Minus, insbesondere wenn man vergleicht mit den Ergebnissen der FPÖ bei den anderen Landtagswahlen, wo überall ein Plus von 6% da vorne gestanden ist. Ja, wir haben natürlich begonnen bei 17%. Also andere Länder haben bei 8% beispielsweise begonnen. Wir waren natürlich von der Messlatte her schon eher weiter oben. Aber wie gesagt, ich bin wirklich froh, dass wir ein Plus davor stehen haben. Und ja, freue mich jetzt auf die nächsten 5 Jahre. Denken Sie, dass hier auch die Tatsache mit hineinspielt, dass die FPÖ in der Bundesregierung ist? Nein, glaube ich nicht. Also es hat ja immer geheißen, die FPÖ kann in einer Bundesregierung keine Landtagswahlen gewinnen. Jetzt starten wir in Salzburg bei 17%. Wir haben fast das historisch beste Ergebnis geschafft unter Jörg Haider, damals in der Opposition, jetzt in der Regierung. Vielleicht geht es sich ja noch aus. Also ich denke, die Bundesregierung hat da Rückenwind gebracht und hat uns nicht gebremst. Der Wille, in der Landesregierung mitzuwirken, ist aber nach wie vor ungebremst, oder? Ja, natürlich, den gibt es nach wie vor. Ich sage mal so, es wird jetzt ganz darauf ankommen, aufs Endergebnis, ob es dann schlussendlich mit den Grünen ausgeht, mandatsmäßig. Wenn es ausgeht, dann wird es sicherlich schwer für uns. Wenn es nicht ausgeht, dann wird es spannend. Dankeschön. Frau Swatzek, vielen Dank, dass Sie so schnell zu uns gekommen sind. Als nächstes begrüßen wir jetzt den Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer. Er ist natürlich noch ein wenig umringt von Fotografen und Journalisten. Er kommt schon hier ins Studio. Herr Landeshauptmann, grüß Gott. Das Interview führt Bernhard Niederhauser von der Austria Presseagentur. Bitte. Herr Landeshauptmann, das Wahlziel wurde deutlich überschritten. Was ist Ihre erste Reaktion darauf? Ich bin voll von Dankbarkeit für dieses große Vertrauen, für diesen eindeutigen Auftrag, die nächsten 5 Jahre in Salzburg die Landesregierung anzuführen, eine Regierung zu bilden, weiterzuarbeiten. So etwas gewinnt man nicht im Wahlkampf, sondern das gewinnt man in 5 Jahren intensiver Arbeit. Und auf die haben wir uns konzentriert. Es ist das Ergebnis von einer Teamarbeit und nicht einer Einzelperson. Und ich möchte mich bei meinem Team, bei den Regierungsmitgliedern, den Abgeordneten, allen, die hier mitgewirkt haben, vor allem den vielen, vielen Freiwilligen in der Wahlauseinandersetzung bedanken. Wissen Sie, ich habe da so eine Grundeinstellung und die heißt, in der Niederlage aufrecht und im Erfolg bescheiden. Das bin ich heute. Ich bin bescheiden, weil eine große Aufgabe vor uns steht, eine Regierung zu bilden, eine tragfähige, die Probleme und Herausforderungen und Aufgabenstellungen der nächsten 5 Jahre in einem zuversichtlichen, konstruktiven Geist anzugehen. Das werden wir machen. Aber natürlich haben wir eine große Freude über dieses Wahlergebnis und mit dem